Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, heute hier bei Ihnen sprechen zu dürfen. Gleich ein Disclaimer. Hätten Sie mich am 7. März eingeladen, hätte ich Ihnen das aktuelle EFI-Gutachten vorgetragen. So trage ich T-1 vor. Der Kanzler hat das Recht auf die erste Antwort, deswegen werde ich hier an mancher Stelle etwas schweigsam sein. Das Thema durfte man sich ja frei wählen, deswegen hatte ich Forschungs- und Innovationsstandort genommen, um es quasi zu spiegeln mit dem, was Herr Hüder vorgetragen hat, Wirtschaftsstandort. Ich denke, ein guter Forschungs- und Innovationsstandort wird auch dafür sorgen, dass es ein guter Wirtschaftsstandort in Deutschland ist. Der Zusammenhang ist wahrscheinlich ziemlich unmittelbar. Ja, wo soll es damit hingehen? Das ist die Frage. Ja, so werde ich vorgehen in vier Schritten. Ich sage erst ein bisschen was zu Schlüsseltechnologien, sage dann etwas zu Problemstellungen, die damit im weitesten zu tun haben. Teilweise werden die auch durch die Sessions später auf der Tagung noch mitgedeckt. Dann komme ich zum Grundproblem, vor dem Deutschland steht, im Punkt 3, von der Intensität zur Direktionalität und sage dann zum Abschluss noch etwas zur aktuellen und möglichen Forschungs- und Innovationspolitik, um dieses Grundproblem auch lösen zu können. Wir haben uns in der Kommission zum Gutachten 2022 damals schon gefragt, wie wird es eigentlich sein mit dem Innovationsstandort in Deutschland in 15 oder 20 Jahren? Und haben dann gesagt, gut, wir schauen uns einfach mal Schlüsseltechnologien an, aktuelle und zukünftige, denn sie sind letztendlich für die Wertschöpfung hier relevant und sie sind eben auch für die Transformation, heute Nachmittag Panel 3, glaube ich, auch relevant. Sie sind dafür zentrale Faktoren, die das Ganze letztendlich anschieben. Was sind Schlüsseltechnologien? Naja, sie haben eine breite Anwendbarkeit in vielen Technologiebereichen oder Branchen. Sie haben eine starke, nicht substituierbare Komplementarität zu vielen Technologien und letztendlich sie haben ein hohes eigenes Leistungspotenzial, das man ausschöpfen kann. Aber auch in den Anwendungsbereichen werden einfach Innovationspotenziale durch diese Technologien geschaffen, die man dann dort auch nutzen kann. Diese Schlüsseltechnologien sind jetzt kein Fremdkörper, auch in der Politikdiskussion, wenn ich mal an das Konzept der Smart Specialization denke, also wie Regionen sich aufstellen sollen, vor allem im europäischen Kontext ja gelebt, ist es ja immer diese Aussage, naja, sorgt dafür, dass ihr euch mit euren Aktivitäten an einer Schlüsseltechnologie orientiert, da euch irgendwie anflanscht und dann seid ihr letztendlich womöglicherweise auf der sicheren Seite, um es etwas lapidar auszudrücken. Wie sieht es mit diesen Schlüsseltechnologien aus in Deutschland im Vergleich international? Wir haben uns rausgesucht 13 Bereiche, 13 Schlüsseltechnologien, die hier aufgelistet sind in so einem Diagramm, das jetzt für das Weitere nicht ganz so wichtig ist. Man kann die Schlüsseltechnologien klassifizieren danach, ob sie technologisch sehr spezifisch sind, also nur eine oder wenige IPC-Klassen im Patentportfolio haben oder viele oder ob sie in vielen oder in wenigen Branchen betrieben werden. Aber es ist für den Gang der weiteren Handlung eigentlich unwichtig. Ich wollte Ihnen nur zeigen, welche das sind. Die kann man dann noch in vier Gruppen zusammenfassen, in Produktionstechnologien, in Bio- und Lebenswissenschaften, in Materialtechnologien und vielleicht prominent heute auch, weil Sie es auch schon angesprochen hatten, ja, digitale Technologien, Digitalisierung sind sicherlich sehr, sehr wichtig. Und die haben wir uns dann letztendlich im internationalen Vergleich angesehen. Wir machen das EFI-typisch, sage ich mal, in einem Dreischritt. Erstens, wir gucken mal nach, wie sieht denn die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit ausgemessen an Papieren zu diesen Themen, die im Wissenschaftsbereich eher dann entstehen. Zum Zweiten, wie sieht es mit der Patentierung aus? Also heißt, Ideen, die da entstanden sind, werden die ökonomisch relevant? Ein Patent indiziert eine ökonomische Relevanz, ohne dass es schon ökonomisch relevant geworden ist, aber die Absicht ist zumindest da, es zu ökonomisieren. Und dann zum Dritten schauen wir uns dann auch nochmal die komparativen Handelsvorteile oder Nachteile an in diesen verschiedenen Schlüsseltechnologien, wie sie heute sind. Also mit der Wissenschaftsbetrachtung gehen wir ziemlich weit in die Zukunft, was ist vielleicht in 20 Jahren, mit der Patentbetrachtung auf die nächsten 5 bis 10 Jahre und aktuell dann einfach, wie sieht es heute aus. Das ist der Dreischritt, den wir üblicherweise machen. Ich fange mal mit den wissenschaftlichen Publikationen an. Sie kriegen eine ganze Batterie jetzt von solchen Diagrammen, die aber relativ leicht zu lesen sind. Erstens, Deutschland ist hellmagenta, Europa ist dunkelmagenta, grün ist eher Asien, blau ist die USA und der Rest ist halt irgendwie der Rest. Wir schauen uns jetzt erstmal die vier großen Bereiche an, Produktionstechnologien, Materialtechnologien, Bio-Lebenswissenschaften und digitale Technologien. Es gibt für jedes Land, das wir da betrachten, es sind 8 oder 9 Länder, EU ist ja eine Kombination,
gibt es immer eine dunkle Farbe und eine helle Farbe. Die dunkle Farbe bezieht sich auf den aktuellen Rand, das ist 2017-19. Die helle Farbe bezieht sich auf ungefähr 8 Jahre davor, 2000-2002, und vergleichen einfach so, was passiert denn in dem Bereich, in diesem längeren Zeitraum mit den wissenschaftlichen Publikationen hier. Das machen wir für jedes Land. Und dann sehen Sie noch dieses VF, das ist der Vervielfältigungsfaktor. Also mit welchem Faktor muss ich multiplizieren, um von der ersten auf die letzte Periode, auf die zweite Periode zu kommen, um die Dynamik ein bisschen besser abzubilden. Und dann sehen Sie hier ja schon, dass Deutschland jetzt letztendlich irgendwo hier immer so im Mittelfeld irgendwo liegt bei den wissenschaftlichen Publikationen, dass China hier fast überall führt in den Bereichen, die anderen Länder sich dann ansiedeln. Das ist grundsätzlich auch größenbedingt, das kann man sicherlich nicht rausrechnen. Und dann ist nämlich der Vervielfältigungsfaktor ist eben die wichtige Zahl. Und dann sieht man in aller Regel, dass Deutschland eher im unteren Bereich ist, während China ganz, ganz oben ist. Aber China ist auch ein Spezialfall. Deswegen würde ich Ihr Augenmerk auch eher auf Korea setzen. Korea ist ja auch so ein Kandidat mit, also zum Beispiel hier 8,6 im Vergleich zu 3,4. Das ist mehr als das Doppelte. Also eine viel, viel höhere Dynamik in diesem Bereich hier. Und das gilt für die anderen Diagramme letztendlich auch. Wenn man jetzt speziell sich nochmal aus dem Digitalbereich die 6 digitalen Teiltechnologien raussucht, Big Data, Internet of Things, künstliche Intelligenz, digitale Mobilitätstechnologien, Mikroelektronik und digitale Sicherheitstechnologien, dann kann man das Spielchen auch nochmal durchspielen. Bitte beachten, dass die Skala hier doppelt so lang ist wie auf der rechten Seite. Also das kann man nicht direkt miteinander vergleichen, nur untereinander vergleichen. Und dann sehen Sie ja auch, dass Deutschland hier eher im unteren und mittleren Bereich ist und dass der Vervielfältigungsfaktor auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Hier ist er ein bisschen höher, hier ist er nicht ausgewiesen, weil das alles sehr, sehr klein auch hier ist. Hier ist Deutschland 3,2, während Korea 7,5 ist und so weiter. Also auch hier sieht man, in der Dynamik ist Deutschland nicht vorne mit dran und auch im Stand ist es letztendlich nicht wirklich vorne mit dran. Also man hat hier schon einen gewissen Rückstand, der sich möglicherweise aufgrund der Dynamik auch ausbauen wird. Wenn man dann auf die Patente geht, also jetzt ist es ökonomisch relevanter, das vorher war Wissenschaft, jetzt geht es zu den Patenten, wenn man sich das dort anschaut, das gleiche Spiel, wieder die großen Bereiche, Sie sehen auch hier Deutschland in den Produktionstechnologien gar nicht mal so schlecht gegenüber den anderen Ländern, aber auch der Vervielfältigungsfaktor relativ gering. Ähnliches gilt für die Materialtechnologien, für die Bio- und Lebenswissenschaften, da geht es sogar zurück von der Patentierung her, das ist also 0,6 ist der Vervielfältigungsfaktor. Bei den digitalen Technologien eben auch nicht wirklich mit vorne dran. Geht man wieder in die digitalen Technologien spezieller rein, wieder die Skalen sind unterschiedlich, bitte rechts und links, wenn Sie das vergleichen, sieht man auch hier, dass Deutschland irgendwo im Mittelfeld ist. Manche Dynamik ist ganz gut, bei der künstlichen Intelligenz ist sie gut. Ich möchte mal betonen, das ist ja gerade unser Top-Thema. In anderen sieht es nicht ganz so gut aus, hier mit 0,9 oder 1,8. Also lange Rede, kurzer Sinn, auch hier sind wir wirklich nicht Weltspitze, sondern wir sind irgendwo vielleicht im oberen Mittelfeld, wir haben die ganze Rangliste ja nicht da, aber die Dynamik ist eben auch sehr unterdurchschnittlich. Deswegen, es könnte sein, dass man da auch weiter zurückfällt, also zumindest die Gefahr besteht mit Ausnahmen. Wenn man sich dann die komparativen Handelsvorteile anschaut, für die ganzen Einzeltechnologien hier, Sie haben hier eine Nulllinie, da haben Sie einen komparativen Vorteil, da haben Sie einen komparativen Nachteil. Sie sehen, brauchen Sie ja nur optisch hinschauen, farblich hinschauen. Sie sehen kaum, dass Europa und Deutschland wirklich einen komparativen Vorteil haben. Das sind alles komparative Nachteile, mit Ausnahme in den Werkstoffen, in dem Teil der Produktionstechnologien. Advanced Manufacturing ist auch nicht ganz verwunderlich, aber auch in den Lebenswissenschaften. Ansonsten sind es eher komparative Nachteile. Und das wiederholt sich natürlich, wenn man das Ganze für die digitalen Technologien nochmal sich speziell anschaut. Und da ist ja schon interessant, dass hier drüben ist eigentlich Japan, Südkorea und China, die komparativen Vorteile haben. Die USA ist da auch nicht so gut aufgestellt, sage ich mal. Man muss mit den Lieferverflechtungen ein bisschen aufpassen. Ich weiß, das kann man nicht 1:1 lesen, aber auch hier wieder Europa und Deutschland auch nicht wirklich mit komparativen Vorteilen gesegnet. Und das scheint sich auch nicht zu verbessern. Lange Rede, kurzer Sinn vor dem Hintergrund. Ja, wir sind in einer Position, wo die Zukunft vielleicht nicht ganz so rosig aussieht. Zumindest Ausrufezeichen, passt auf, was ihr jetzt tut. Und dazu möchte ich dann gleich ein paar Problemstellungen ansprechen. Das werde ich relativ kurz machen. Das kommt in manchen Panels noch vor. Und in der Fragerunde kann man sicherlich auch noch mal drauf eingehen.
Sicherlich ein Top-Thema ist das Thema der technologischen Souveränität, das vor ungefähr 3 Jahren aufgepoppt ist und ganz wichtig von der Politik auch verfolgt worden ist. Es begann ja mal bei digitaler Souveränität, aber die Begrifflichkeit verändert sich. Dann wird es technologische Souveränität, jetzt ist es schon ökonomische Souveränität. Ich bin gespannt, was man auf der EU-Ebene als nächstes für ein Wortpaar bildet. Letztendlich bei der Souveränität geht es um 2 Dimensionen. Das eine ist die Beherrschung dieser Technologie. Kann ich sie wirklich anwenden? Kann ich sie weiterentwickeln? Kann ich da auch innovieren drin? Beherrsche ich das Ganze? Ja oder nein? Oder wie gut? Kompetenzen. Das zweite ist die Verfügbarkeit. Inwieweit komme ich an die auch dran? Ich meine, ich kann es selbst herstellen. Ja, schön. Ich kann es aber auf den internationalen Märkten auch besorgen. Das erste Thema Beherrschung habe ich vielleicht selber besser im Griff. Dagegen auf den internationalen Märkten die Technologie zu besorgen, ist ein schwierigeres Thema. Denn es gibt ja auch Spieler auf der Welt, die nicht ganz fair spielen und sich dabei Beschränkungen dann letztendlich auferlegen. Also die Verfügbarkeit ist durchaus das Problem. Die Diskussion hat dann ganz schnell, Herr Hüther hat es vorhin so en passant mit angedeutet, hat ganz schnell zur neuen Industriepolitik geführt. Magdeburg ist ein Beispiel, es gibt andere. Und da kann man wirklich fragen, ist das der richtige Weg, das so zu tun? Und wenn man es so tut, müssen wir es vielleicht auch anders machen. Aber das kann man vielleicht auch nochmal in der Diskussion dann erhellen. Der zweite Punkt ist die Verschleppung der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Komme ich ein bisschen zu Ihren Ranglisten dabei, Infrastruktur. Jetzt komme ich zur digitalen Infrastruktur teilweise auch. Dann sieht es doch nicht ganz so rosig aus. Die EFI hatte sich hier in verschiedensten Gutachten der letzten Jahre damit befasst. Digitalisierung der Verwaltung, E-Government, ich habe es nochmal nachgeschaut, 2022, 22. Platz weltweit, also nicht unter den besten 15, in Europa Platz 14, das ist irgendwo im Durchschnitt, leicht drunter. Digitalisierung des Gesundheitssektors, irgendwo im Mittelfeld darunter, das sehen Sie hier nochmal. Verschiedene digitale Applikationen, digitale Elemente im Gesundheitssektor. Wenn man hier ist, ist man schlecht, wenn man da drüben ist, ist man gut. Man sieht, dass Deutschland hier tendenziell Mitte oder hinten dran ist, mit Ausnahme der digitalen Gesundheitsapplikation. Das ist das Schrittmesserband, das Sie mitnehmen, da sind wir wahrscheinlich etwas besser. Glasfaser-Breitbandausbau, Platz 35 von 38, das spricht, glaube ich, für sich. Wir haben andere Themen auch gehabt, die habe ich hier angeschrieben, Datenräume, Datennutzung in verschiedensten Kapiteln, auch da sind wir nicht wirklich gut, wir haben keine großen Datenräume, wir haben keine guten Regelungen für Datennutzung, also auch das letztendlich ein beschränkender Faktor bei der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Anspruch, Hemmnisse und Chancen der Transformation, das ist Panel 3 heute Nachmittag, will ich wenig dazu sagen, der Anspruch bei den Transformationen ist hoch, nachhaltiges Wirtschaften zu generieren, die Digitalisierung vorantreiben, also hohe Ansprüche, die man hat, aber man hat auch genug Probleme, wo das eben nicht so besonders gut funktioniert und wo die Hemmschwellen sind. Die ersten 3 Energiewende, nachhaltige und autonome Mobilität und Transformation der Landwirtschaft, da ist das Grundproblem möglicherweise der CO2-Preis, der einfach zu niedrig ist, denn wenn er höher wäre, sozial ausgeglichen, würde es wahrscheinlich besser funktionieren in diesen Bereichen. Dagegen hier unten, wenn es um die Transformation des verarbeitenden Gewerbes zum Beispiel geht, Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, sind es mehr die Geschichten Daten, Interoperabilität von Systemen, wo letztendlich die großen Hemmfaktoren sind. Da ist es nicht unbedingt der CO2-Preis, was ja auf der Hand liegt. Viertes Thema hierzu, Fachkräfte und Kompetenzen. Es geht darum, Fachkräfte auszubilden und vor allem sie zu halten. Nur anekdotisch, wir waren im September in Silicon Valley. Wenn Sie zu den KI-Unternehmen gehen, da laufen Ihnen so viele deutsche Absolventen über den Weg, dass Sie denken, warum sind die eigentlich nicht in Deutschland? Na, sie sind nicht in Deutschland, weil sie hier gar keine Entwicklungsmöglichkeiten haben, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen, wenn sie das umsetzen wollen. Das scheint da besser zu funktionieren. Also Fachkräfte ausbilden sind wir vielleicht in manchen Bereichen gar nicht so schlecht, aber sie hier zu halten, da tun wir uns unheimlich schwer. Auch hiermit hat sich die EFI in vielen Kapiteln befasst, mit der digitalen Bildung, der Aus- und Weiterbildung, dem Fachkräftemangel, dass man die älteren Beschäftigten doch wieder versucht, länger zu beschäftigen, die auch innovativ tätig sind. Wir haben gezeigt, dass die auch ältere Beschäftigte durchaus innovative Potenziale haben, die man nutzen kann und dann eben auch diese internationale Mobilität von Wissenschaftlern und Erfindern. Jüngst natürlich, die PISA-Ergebnisse zeigen uns, so Gott, wenn wir 20 Jahre weiter extrapolieren, wenn das wirklich stimmt, dass wir so schlecht sind, dann steht es um den Standort. Bildungsmäßig sieht es nicht so besonders gut aus, würde ich mal sagen. Was ist das Grundproblem, vor dem wir hier stehen? Das Grundproblem ist,
dass wir in den letzten Jahrzehnten, und davon hat Deutschland gelebt, von inkrementellen Veränderungen von bestehenden Technologien in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Chemie, einfach da waren wir super gut. Keiner hat bessere Autos gebaut als die Deutschen. Und. Das können Sie in Maschinenbau tragen, das können Sie in die Chemie tragen und überall dorthin. Also inkrementell haben wir es verbessert und dieser Inkrementalismus hat uns unheimlich viel an Wohlstand und Wohlfahrt auch geschaffen. Aber jetzt sieht es eben anders aus. Die Schlüsseltechnologien haben es ja gezeigt, das sind die Technologien der Zukunft. Da kam keine Automobilindustrie vor, da kam die Chemie nicht vor, das waren ganz andere Technologien, die da angesprochen sind, die auf anderer Basis weiterentwickelt werden müssen. Und deswegen ist der Innovationsbedarf nicht ein inkrementeller, sondern ein radikaler, nennen wir es einfach radikaler Wandel, grundlegende Änderungen im technologischen Grundkonzept oder eine komplette Substitution des alten durch ein neues technologisches Grundkonzept. Und da gibt es genug Hemmnisse, Kompetenzmangel, Fahrtabhängigkeiten. Ich gehe nicht gern raus, wo ich von sehr gut realisiert habe und Erfolg gehabt habe. Da tue ich mich unheimlich schwer. Nicht artikulierte Nachfrage. Warum soll ich wo rein investieren, wo ich gar nicht sehe, dass eine Nachfrage da ist? Das kommt oft genug vor. Und systemische und regulative Hindernisse sind sicherlich auch das Problem. Forschungs- und Innovationspolitik. Wie muss eine Innovationspolitik aussehen, die diesen radikalen Wandel mit in Betracht zieht, die mit bedienen kann? Es ist eben nicht mehr die traditionelle F&I-Politik, die auf Markt- und Systemfehlern beruht, wo die Intensität der Innovationstätigkeit einfach angeschoben wird durch Subventionen, durch F&E-Steuerzulagen und so weiter und so weiter, sondern es geht eben um eine Richtungsänderung. Die Richtungsänderung sorgt natürlich sofort dafür, dass man ganz schnell industriepolitisch denkt, denn man will ja bestimmte neue Richtungen einschlagen. Was ist die neue Richtung? Großes Fragezeichen. Und da haben wir eben, haben wir eben bei der EFI eine neue marktorientierte katalytische Missionsorientierung vorgeschlagen, die eine Anschubfinanzierung in eine neue Richtung gibt, danach aber die Kreativität des Marktes ausnützt, im Rahmen von Missionskorridoren, wo es ungefähr hingehen soll, wo soziale Ausgleichsmaßnahmen stattfinden, weil es einen Riesenstrukturwandel mit sich bringt wahrscheinlich und wo eben technologische und soziale Innovationen dann auch dann betrieben werden sollen. Es gibt dazu einen Vorschlag einer Governance-Struktur, wie man das aufbaut. Das Politikkonzept ist ein anderes, es ist eher ressortübergreifend, muss koordiniert werden. Die Bundesregierung, die aktuelle, macht das schon auch in gewisser Weise. Ich will nicht sagen, dass es 100% macht, aber in gewisser Weise wird das auch übernommen. Und auch Elemente wie die Sprint oder auch die DATI gehören zu diesem Konzept irgendwo dazu, diese Richtungsänderung irgendwie zu bewerkstelligen. Ob das gut ausgeht, man kann nur gute Hoffnung sein. Ich bin durchaus optimistisch, manchmal mit etwas angezogener Handbremse. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kantner. Gibt es zu dem Vortrag von Herrn Kantner unmittelbar Verständnisfragen? Ja, einmal. Kann man die geringere deutsche Dynamik, die Sie durch den Vervielfältigungsfaktor gemessen haben, nicht zum Teil dadurch erklären, dass Deutschland ja schon von einem recht hohen Niveau kommt und also nicht mehr so viel zulegen muss? Das sieht man ja bei dem jungen Thema künstliche Intelligenz, wo die Dynamik höher ist, nicht? Wo man von einem eher niedrigen Niveau kommt. Dass das vielleicht ein bisschen verzerrt, was wir da gesehen haben. Ich denke, das spielt eine Rolle. Ich meine, wenn Sie in einer bestimmten Technologie, nehmen Sie die Automobile, sehr erfolgreich sind, und die deutsche Automobilindustrie war ja sehr erfolgreich, und Sie sehen, dass die Nachfrage nach dieser Technologie auch noch da ist, warum sollen Sie dann wirklich schnell wechseln? Ich meine, wenn Sie schnell wechseln würden, würden Sie den kompletten Kapitalstock einfach abschreiben. Es gibt ein gutes betriebswirtschaftliches Rational, das eben nicht zu tun. Deswegen werden es auch eher neue Akteure sein, die das machen. Tesla ist ja ein prominentes Beispiel dafür. Sicher, das ist diese Pfadabhängigkeit oder diese Hemmfaktoren, die damit auch eine Rolle spielen, natürlich. Und wenn Sie das aus einer erfolgreichen Position machen, ist es noch umso hemmender, als wenn Sie es vielleicht aus einer durchaus schlechten Position machen würden. Aber das ist in Deutschland ja nicht der Fall. Dankeschön.